In Österreich erleiden jedes Jahr rund 12.000 Menschen einen plötzlichen Herzstillstand, also einen Herztod. Nur rund 1.000 überleben diesen, kritisiert die österreichische Gesellschaft für Reanimation. Wenn rechtzeitig Wiederbelebungsmaßnahmen stattfinden, könnten zusätzlich 2.000 bis 3.000 Menschen gerettet werden, so der Appell der Notärzte. Elke Weiß berichtet. Der Chefarzt der Wiener Berufsrettung, Dr. Mario Krammel, ist spezialisiert auf das Leben nach dem Herztod. Gemeinsam mit dem Verein PULS will er die Einsatzbereitschaft der Bevölkerung erhöhen, damit mehr Menschen mit Herzstillstand gerettet werden können. Viele haben einfach Angst, etwas falsch zu machen, dem Patienten zu schaden. Und da ist es ganz klar, kann ich die Botschaft mitgeben, in der Situation kannst du nichts falsch machen. Das Einzige, was falsch wäre, wäre nichts zu tun. Das heißt, auch deine Hände können Leben retten. Trau dich, greif hin, drück kräftig und schnell in der Mitte auf die Brust, denn damit kannst auch du zum Lebensretter werden. In den meisten Fällen wird ein Herzstillstand von Familienmitgliedern oder Kollegen beobachtet. Typische Symptome sind plötzliche Bewusstlosigkeit, keine Atmung oder Schnappatmung und in seltenen Fällen krampfartige Zuckungen. Bei sofortiger Herzdruckmassage hat die herztote Person eine dreimal höhere Überlebenschance. Zeit ist einfach der wichtigste Faktor in dieser Geschichte. Pro Minute ohne Hilfeleistung sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10%. Die besten Überlebenschancen haben Menschen in Ländern, wo Wiederbelebung schon in Schulen gelehrt wird. Hierzulande werden jährlich rund 1.000 Menschen mit Herzstillstand von Laien gerettet. Es könnten aber bis zu 3.000 sein, sagen Notfallmediziner mit Blick auf Skandinavien. Wiederbelebung ist in Skandinavien seit 15 Jahren im Lehrplan verankert. Auch in Italien, Portugal, Belgien und Frankreich bestehen gesetzliche Vorgaben für einen Reanimationsunterricht in Schulen. In Österreich sind solche Kurse freiwillig, wie etwa das Wiener Reanimationsprojekt für die 3. und 6. Schulstufe. Aber sind die Neunjährigen für Reanimation nicht noch etwas zu klein? Es geht nicht darum, dass die Kinder jetzt perfekt eine Herzdruckmassage durchführen. Aber es geht darum, zu wissen, rufen, drücken, schocken. Ich kann nichts falsch machen. Und wir hatten auch einen Fall vor ein paar Jahren, wo ein Kind, das in der Schule gelernt hat, und dann zu Hause der Vater einen Herzstillstand hatte beim Abendessen und das Kind der Mutter erklärt hat, Mama, du musst jetzt 144 rufen. Mama, du musst jetzt kräftig und schnell in der Mitte auf die Brust drücken. Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Ich finde, hier ist es eher lustig, aber ich glaube, wenn man es in echt macht, ist es eher ein bisschen, ja, komisch. Ist man, ja, komisch. Ich mag schon lernen. Macht Spaß. Ich finde es gut, dass das in der Schule gemacht wird. Super. Oschin, du machst das perfekt. Ich danke dir. Danke. In Wien benötigt die Rettung 7 bis 8 Minuten zum Einsatzort. Ein Spitzenwert in Europa, aber zu lange bei Herzstillstand, warnt Dr. Helmut Trimmel, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Reanimation. Das heißt, hier haben wir wirklich nur wenige Minuten, 2, 3, vielleicht 4 Minuten Zeit, um den Kreislauf wieder in Gang zu setzen, durch die Ersthelfermaßnahmen, durch die Herzdruckmassage, um das Absterben von Gehirnzellen und damit einen schweren neurologischen Schaden zu verhindern. Ob ein Mensch einen plötzlichen Herztod überlebt, entscheiden also Ersthelferinnen und Ersthelfer. Im Prinzip wissen wir seit vielen Jahren, dass gerade für diese erste Phase die Herzdruckmassage vollkommen ausreichend ist. Ein Mensch, der einen akuten Herztod erleidet oder zu erleiden droht, fällt ja sozusagen mit einem gewissen Sauerstoffvorrat um. Das heißt, wir haben im Körper noch Sauerstoff, den, wenn die Zirkulation in Gang kommt, wenn der Kreislauf in Gang kommt, die Zellen nutzen können. Selbstverständlich braucht es nach einer gewissen Zeit auch die Beatmung, aber das ist in der Regel nicht unbedingt das Thema des Laienhelfers. Kennst du das Lied Stayin' Alive? Kennst du das Lied? Und in diesem Rhythmus von diesem Lied sollst du pumpen. Das heißt, die Hand da drauf geben und. Um das Gehirn am Leben zu erhalten, reicht in den ersten Minuten eine Herzdruckmassage aus.
Und wenn es gelingt, die Hirnfunktion zu bewahren, können im Nachhinein meist auch alle anderen Organe, wie das Herz, gerettet werden.